When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, oh, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Schön. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be. Willkommen bei The Voice Kids. Hallo. Wie heißt du denn? Also ich bin der Dominik, ich komme aus Burglengenfeld, das ist in der Nähe von Regensburg und bin 11 Jahre alt. Dominik, das war so sauber gesungen, wirklich. Ja. Manchmal sitzt du da hinten und du hast viel Musik drumherum und Stimmung und bei dir war es ja nur so ein ganz kleines bisschen liegende Chordsbegleitung und deine Stimme. Und da hört man natürlich alles. Und es war wirklich so schön gesungen. Woher kannst du das? Das hört sich an, als ob du irgendwie im Kirchenchor oder das so singst. Das klang so katholisch ein bisschen. Ja, also ich habe mein Talent von meinem Opa, der ist Opernsänger. Cool. Aber so klassischer Gesang und so hast du mal gemacht oder hast du irgendwie so Unterricht genommen oder wie? Also ich nehme Unterricht, aber klassisch singe ich nicht. Singt auch Alvaro Soler-Songs beim Gesangsunterricht? Also ich kann... Oder sind die zu leicht? Nee, die sind ein bisschen zu schwer. Die sind schwer, ja. Die sind nicht so leicht, wie ihr denkt, Leute. Ja. Also ich habe eine sehr, sehr gute Vocal Coachin und ich weiß, sie würde sehr gerne helfen, auch weiter deine Stimme, die super klar ist und super definiert in manchen Stellen. An anderen Stellen war es noch so ein bisschen wackelig, wo ich dachte, da will ich dir unbedingt helfen in meinem Team, dass du dann auf jeden Fall dann später in der Finale auch hier stehen kannst und stolz sein kannst, dass du im Team Alvaro warst. Und das schaffen wir zusammen. Da bin ich sehr, sehr, sehr beeindruckt. Also. Nicht beeindruckt, da bin ich sehr zuversichtlich, genau. Ja. Mein Deutsch ist manchmal komisch, tut mir leid. Aber mein Gesang ist gut. Ganz ausgezeichnet. Beweise. Beweise. Lena hat einfach auf den Moment gewartet. Okay, warte, dann mache ich mal eins, also einfach ganz a cappella für dich, ja? Also, was ich immer zum Aufwärmen mache. Mana tu sole, che bello è, o sole mio, sta in fronte a te. O sole mio, sta in fronte a te. Sta in fronte a te. Ja, also kann auch andere Lieder singen und so. Beweise. Ja. Ich glaube, du musst dich jetzt entscheiden, in welches Team du am besten gehen willst. Könnte vielleicht mein Bruder auf die Bühne, damit er mir helfen kann? Ja, na klar. Wie heißt denn dein Bruder? Jan. Ein Riesenapplaus an Jan. Oh mein Gott. Eure Mutter stirbt doch jeden Tag vor Süßigkeit bei euch beiden. Vor Süßigkeit. Jan, wie alt bist du?
Ich bin 9. 9. Ich mach mal ein bisschen Harry Potter Background Musik, weil ich da ein kleines Harry Potter Ding sehe. Harry Potter. Harry, oh dear, don't go, Harry. Okay. Oh ja, da ist eine Entscheidung getroffen worden. Ah ja. Dankeschön, Jan. Dominik, mit wem möchtest du weiter in dieser Show gehen? Also ich würde zu Team Alvaro gehen. Yeah. Dominik, du kriegst von mir eine Ukulele. Ich freue mich, dich kennenzulernen.